Genau, liebe Bande. Jetzt kommen wir zur fast, ja doch eigentlich wichtigsten Seite, Doppelseite in dem Fall. Und zwar, ihr könnt euch noch erinnern, wir haben ja damals über den Newsletter ein Auslosverfahren darüber gemacht, welche Fanbilder oder Fanmomente mit mir zusammen in dieses Buch gelangen können. Und die sind es hier geworden. Das zeige ich euch mal kurz. Zack. Da-da-da-da. Ja, und jetzt werde ich mal euch ein paar Geschichten dazu erzählen. So, an diese Dame hier unten kann ich mich erinnern. Und zwar hier unten rechts. Das muss in Torgelow gewesen sein. Was war denn meine erste Stadtteil der Torgelow? Ist sozusagen 8 Kilometer von meinem Geburtsort Ueckermünde. Und das war das erste ausverkaufte Stadtteilkonzert. Und das war sehr beeindruckend für mich zu sehen. Und daran kann ich mich erinnern, diese Dame hier. An diesen Herrn hier im Wald kann ich mich auch sehr gut erinnern. Nette Kerl, mit dem habe ich, den habe ich getroffen im Wald, genau. Da war ich gerade am Wandern und lief da durch den Schwarzwald. Und dann habe ich unterwegs diesen Herrn getroffen, mit 2 Hunden waren wir unterwegs. Und der hat mich dann erkannt, offensichtlich. Und dann, hey, also dann haben wir da ein Foto gemacht. Das war sehr witzig. Und dann uns noch einen guten Weg gewünscht. Und ja, das war lustig. So, dann haben wir hier noch liebe Tina, den Sohn. Leon ist hier. Tina ist Fanclub-Chefin von Anfang an, also wirklich nach meinem ersten Auftritt damals. Ich glaube, es war die dritte oder vierte Nachricht auch, die ich tatsächlich erhalten habe. Da hat sie gesagt, wir sind hier Fans, wir wollen gerne deinen Fanclub betreiben. Da wusste ich damals noch gar nicht, Fanclub, wie? Ich war erstmal noch damit beschäftigt zu verarbeiten, dass ich überhaupt gerade im Fernsehen war und dass es überhaupt jetzt losgeht. Und da habe ich großes Glück, so eine großartige Fanclub-Chefin zu haben, weil das findet man, glaube ich, nicht häufig, wenn ich das heute so sehe und vergleiche. Ja, ihr Lieben, also das waren jetzt so kleine Geschichten aus dem Buch. Und vielleicht, wenn ihr das Buch ja dann zu Hause habt, könnt ihr euch hoffentlich auch entdecken. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Wir tragen es ja alle gemeinsam im Herzen. In diesem Sinne, euer Ben Zucker.